Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Bonjour, sage ich heute. Und ja, wir gehen französisch heute unterwegs, nämlich mit dem AMX M4. Ein ganz feines Gerät, das kann man nicht anders sagen. Denn dieses Gerät ja, mischt den französischen Forschungsraum, finde ich, deutlich auf. Das ist schon ganz nett, genau. Ja, wo finden wir dieses Fahrzeug? Ganz kurz natürlich bei den Franzosen und dann hier nach dem Sherman, kommt also nach dem Jumbo Sherman, der dann hier drin ist, mit der kleinen Kanone, wo bemerkt, kommt der AMX M4. Und ich muss sagen, ein Riesenschritt. Also generell der Nachteil bei den Franzosen finde ich immer diese Riesenschritte dabei. Ne? Man geht dann hier von 5-0 auf 7-0. Bom, ne? Das ist natürlich, das hier ist, also der SH-50, der ist gut, aber das ist heftig. Ne? Naja, auf jeden Fall, das ist der einzige Nachteil. Also große Schritte ist immer so, weiß ich nicht, das zerreißt immer so das Matchmaking, wenn man dann das nächste Fahrzeug nimmt. Jetzt zum Beispiel von dem ALL 44, sehr gutes Fahrzeug, dann auf die Lorraine wechselt, ein ganzes Battle Rating, das ist echt krass. Naja, egal, so viel dazu. Historisch gesehen, kurzen Augenblick oder kurzen Rückblick auf dieses Fahrzeug. März 1945 wurde von der Firma AMX dieses, ich weiß nicht, wie man das auf Französisch ausspricht, ich lasse es sein, von aus gesehen, ein Jahr Zwangsfranzösisch gehabt und naja, mal gucken. Genau, also 1945, im März ging das ganze Ding, wurde dann quasi produziert und ja, es resultierten dann viele Fahrzeuge daraus, etc. pp. Also es wurde angedacht an den Tiger 2. Da wurde man gesagt, okay, man nimmt jetzt den Tiger 2 als Vorbild so gesehen, weil warum nicht schon vorhandene Technik verwenden oder vorhandene Erfahrungen, die man da hat. Und ich denke, der Tiger 2 war definitiv kein schlechter Panzer. Hatte natürlich seine Macken, etc. pp. Und die konnte man natürlich dann versuchen auszumerzen, genau. Als Konkurrenzprodukt gab es dann den Zuma, Osomua, so, ich kann, wie gesagt, kein Französisch. Der wurde dann von der anderen Firma gebaut, nämlich von der Firma Zumua. Und ja, die beiden standen quasi als Konkurrenz zueinander. Der AMX selber wurde dann nachher zum AMX 50. Dann ist das hier, der AMX M4 ist ein Prototyp. Und genau so entwickelte sich dann das halt weiter. Interessant bei den ganzen französischen Fahrzeugen ist natürlich dieser Wiegenturm, ne? Wenn man das so sieht. Das ist ziemlich cool. Der ist hier quasi aufgegangen und dann, ja, liegt da wie so eine Wiege halt, ne? Das ist schon ziemlich coole Technik und das hat schon was, ne, das Ganze. Sieht man auch so ein bisschen bei dem T14 aktuell. Also das ist nicht komplett ein Wiegenturm, weil der T14 ist so gesehen auf Lafette, weil das ist kein Turm. Also von den Russen der neue, der Marder. Aber es ist halt ähnlich aufgehangen, ne? So eine Kanone dann dabei. Ist nicht kein klassischer Turm, wie man es dann sonst kennen würde. Da hat der hier halt auch so einen Wiegenturm dabei. Ja. Hat Vor- und Nachteile etc. Muss man halt mal gucken. Gucken wir mal gerade ins Innere. Wir sehen hier schon so eine schöne Trommel da unten. Was ist das denn? Ja, das ist ein Autolader. Und der Autolader bei dem Ding, der ist richtig cool, weil der hat nämlich einen 9 cm Geschütz mit einer ordentlichen Durchschlagsleistung. Kommen wir gleich noch drauf. Und eine Schussfolge von 6,7 Sekunden. Und wir reden hier von Fahrzeugen, die im um Ende Zweiter Weltkrieg entwickelt wurden. Das ist schon echt ganz Schnitt. Guck mal, da fährt er. Weg ist auch. Genau, also das dazu. Panzerung ist auch nicht schlecht, muss man auch sagen. Wir gucken von vorne. 80 mm, schön angewinkelt, 123 mm Durchschlag. Effektive Panzerung, nicht Durchschlag. Wir gehen einfach mal bei den Deutschen hin. Dann gehen wir hier auf einen Befehlsjagdpanzer. Wir haben hier die Panzergranate ausgewählt. Die geht hier zwar durch, also auf 500 Meter, gehen wir mal auf 1000 Meter, vielleicht fällt es mehr aus. Die schlägt voll durch. Also eine 8-8ern, den interessiert das nicht so ganz. Hier an der Seite, gut, da ist natürlich extremer Winkel, ne? Oh. Ja, auch nicht schlecht. Also die 8-8er hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass sie so gut da durchgeht, ehrlich gesagt. Wir gehen mal auf einen Panther G als Beispiel und hier sind wir dann an die Grenzen gestoßen. Ne? Also das ist schon ganz gut. Es prallt halt einiges ab, das muss man einfach so sagen. Der Turm selber, da ist auch ab und zu mal ein Abpraller dabei. Vergleicht es bitte nicht mit der Panzerung von einem Tiger 2, obwohl ich das gerade verglichen habe. Es ist ein mittelschwerer Panzer und kein schwerer Panzer. Aber nichtsdestotrotz, schön angewinkelte Panzerung, wenn man sich ein bisschen schräg stellt und so weiter, dann fluppt das meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Genau, Modifikation. Komplett erforscht habe ich noch nicht. Geschwindigkeit könnte er noch ein bisschen dazu bekommen, sage ich mal. Aber ich kriege hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Leistung raus. Ich kann ja gerade nochmal schauen, wie viel hat er aktuell. 912 PS. Er wurde standardmäßig mit einem 1000 PS Motor ausgeliefert von laut Wikipedia. Und wenn ich jetzt hier sage, hier kommen nochmal 68 PS dazu und hier 28, dann sind wir ungefähr dabei, ne? Also das ist schon ganz cool.
Das fluppt ganz gut. Wobei ich finde, der Tiger, der 10,5er Tiger mit einem 1000 PS Motor, der geht noch so ein bisschen besser dann dabei. Aber ich habe ihn den hier halt noch nicht voll ausgebaut, deshalb kann ich da nur bedingt was zu sagen. So ist die Mobilität aber vollkommen in Ordnung. Da kann man wirklich nichts sagen. Genau. Kanone bin ich euch noch schuldig. Ich mag sowas. Also, wenn hier keine Granate zum Erforschen steht und man mit der hier ganz gut hier zurechtkommt, dann ist das schon mal ein sehr guter Panzer, den man Stock sehr gut spielen kann. Und so ist es. Stock könnte dieses Fahrzeug wirklich sehr gut spielen. Ich habe meine erste Runde mit dem Ding hier richtig aufgeräumt. Das hat Spaß gemacht. Wirklich sehr, sehr gut. Wir sehen hier 212 mm Durchschlag auf 100 Metern. Das ist wirklich ordentlich. Das reicht in der Regel für alles, was ihr irgendwie knacken wollt. Und ja, die Schadenswirkung von diesem Geschütz ist halt okay. Ne? Es ist ein eher panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit Schutzkappe. Nichts Besonderes, aber es funktioniert. Genau. Das schon mal dazu. Ja, ansonsten die ganz normalen Erforschungen. Keine Nebelwerfer dabei, das muss man nochmal bedenken. Aber ansonsten, ja, kann man auf jeden Fall mitleben. Genau. Jetzt gucken wir nochmal gerade ins Innere dabei. Wir sehen halt hier dieses, ja, ne? Also wir haben ja eins, zwei, na, das sieht man so blöde, ne? Kann man eigentlich nochmal so ein bisschen. Von vorne ist auch viel besser, genau. Also eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, würde ich sagen. Ja, so. Das Problem ist immer, wenn dieses Magazin leer ist, dann dauert das Nachladen 100 Jahre. Denn es wird erst eine Granate wieder in den Autolader gepackt, dann von dem Autolader wieder rein. Das dauert wirklich sehr, sehr lange. Kleiner Tipp, wenn ihr Autolader-Sachen habt und ihr seid in der Nähe von dem Cap, der euch gehört, also wirklich nah dran und ihr wisst, dass euer Autolader fast leer ist, fahrt in den Cap rein, denn neue Granaten werden automatisch in den Autolader reingeladen. So muss die Besatzung den nicht da reinladen. Das funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Genau. So, dann gucken wir mal, dass ich da vielleicht eine schöne, nette Runde mit zeigen kann. In die Luft geht's mit der F6F. Kein schlechtes Flugzeug, wenn ich vielleicht die Bodenbewaffnung erforscht hätte, aber da ich das Ding ab und zu mal als Jäger spiele, ging es mir erstmal darum, in der Luft etwas zu behaupten. Kein schlechtes Flugzeug. AMX 13. Richtig kleiner, flinker Drecksack, wenn ich das so sagen darf. Positiv gemeint. Richtig schön. Die Lorraine habe ich euch mal gezeigt. Richtig gutes Ding. Der AMX F4. Und hier noch eine ziemlich gute Flak, mit der man echt verdammt gut Panther und Co. rausnehmen kann. Habe ich noch gar nicht voll erforscht. Werde ich vielleicht gleich bringen. Mal gucken. So, das wäre es also. Ich gehe mal ins Spiel rein. Ich hoffe, dass ich euch eine nette Runde mit dem AMX M4 zeigen kann. Und ja, bis gleich dann, ne? So, der Hafen von Lovelace, was auch immer. Ja, mal gucken, wir sind Top Tier, also alles in Ordnung. Oh, dann starten wir mal direkt hier, wenn wir schon hier starten können. Und versuchen uns mal direkt hier so ein bisschen in Szene zu setzen, indem wir uns vielleicht ein bisschen besser positionieren könnten. Vorne kommen sie gleich drüber, aber ich schaffe es wohl nicht ganz in der Zeit. Müssen wir mal gucken. Was wir spielen, Italiener, da kann natürlich immer so ein schneller R3 mal durch die Gegend flitzen. Da muss man echt aufpassen. Aber da um die Brücke kommt keiner aktuell. Doch, da war einer. Da war einer, nicht schlimm. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ich werde wohl jetzt mal hier warten gleich. Mal gucken. In der Hoffnung, dass ich hier hinter relativ. Ich weiß, da gehen keine Kugeln. Da gehen die Kugeln durch, ja. Da vorne kommt jetzt wirklich was rüber. Da müssen wir abwarten. Das war ja ein genialer Schuss. Mann, meine Genialität. Da kommt. Ja. Das war natürlich voll die Fahrkarte. Artillerie auf uns. Wir warten mal, was hier so gleich kommt. Da fährt ein M36. Artillerie geht genau auf mich runter. War nicht schlimm. Der hat zerfetzt, sehr gut. Vorne steht noch einer um Ege. Aber den will nicht. Okay, nicht schlimm. Weiter geht's. Wow, 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 wow. Kollegen, was geht denn jetzt los? Die Artillerie hat aber volle Kanne gesessen. Aber egal, gibt Punkte, gibt alles Punkte, ist gut. Da fährt wieder einer. Leo ist das und. Ah, wir stehen ganz ungünstig. Wir hoffen, dass wir vielleicht jetzt hier besser stehen. Wenn doch mal einer noch über die Brücke fahren sollte. Wer weiß. Mal gerade schauen. Ah, die verpieseln sich alle sehr schnell. Schön stillhalten hier jetzt. Ah, der steht da auch. Der weiß, wie es geht, sagen wir es mal so.
Stellen wir uns mal hier hin, wenn da der M36 da Unterstützung benötigt. Ein bisschen so eine Zwickmühle jetzt gerade. Da kommt jetzt einer durch, okay. Der hat Smoke geschmissen. Vielleicht hier. Müssen wir auch, der kann natürlich jetzt alles durchkommen, keine Frage. Ah, müssen wir halten. Auf jeden Fall kann es sein, dass der M36, das weiß ich gar nicht, was für Smoke-Eigenschaften der hat. War nicht mein Lieblingsfahrzeug. Der ist da immer noch schwer am Schießen. Ich müsste eigentlich zum M36, aber wie soll ich denn da hinkommen? Da vorne war was, okay. Panther M36, okay, alle raus. Erstmal abwarten und Tee trinken. Das ist immer das Problem, aber man wird dann schnell ungeduldig und dann hat man meistens ein Problem. Da kommen wir raus, okay. Der ist raus, sehr gut. Nächste, lachen. Komm schon. Wunderbar, Motorladeschütze raus, sehr schön. Der Kollege da hinten kriegt es auch noch direkt damit. Wunderbar, eieieiei. Ach, ein Schiri war das. Ich dachte, das wäre eine Flak gewesen, ehrlich gesagt. Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet gerade. Sehr, sehr schlecht. Ich verbiesel mich mal ein Stückchen. So, in der Hoffnung, dass der Panther da vorne sich noch bewegt. Aber ich sehe ihn gerade gar nicht. Da kann natürlich jetzt überall stehen. Keine Frage. Habe ich gerade voll verkehrt eingesortiert. Dachte ich, wäre ein Flak gewesen. Ja, nicht schlimm. Passiert. In der Hoffnung, vielleicht steht der Panther da gleich noch. Aber ich glaube, der wird sich verpieselt haben. Da ist irgendwo. Ich könnte jetzt mit MG wie Bekloppten draufschießen. Wobei, ich habe nur noch zwei Leute. Ihr seht jetzt gerade unten, dass das Magazin nachgeladen wird. Ne? Also es dauert jetzt natürlich noch ein Stückchen länger als sonst. Aber der Panther da vorne ist, ne? Da könnte er sein, ja. Eieieiei, sehr schön. Schnell wieder ein Stückchen zurückziehen. Und ihr seht Nachladerate trotz... Oh, da vorne habt ihr gesehen. Der hat mich drin. Da müssen wir gleich mal warten, was das sein könnte. Gefährlich, gefährlich. Ich stehe hinter dem... Wenn er nochmal schießen sollte, würde ich vielleicht einmal um die Ecke gucken. Wobei es ist gefährlich, wenn man sich hier hinter dem... Oh, da... Jagd 9K. Das macht natürlich Spaß. Ist jetzt die Frage, einmal rausgucken oder nicht? Ich weiß nicht, was da steht. Da wird es irgendwo sein. Da steht ein Tiger 2. Okay. Okay. Er will es wissen. Der Tiger 2 ist weg. Das ist sehr gut für mich. Kann ich mich hier auf meine Flanke konzentrieren. M18 kriegt auch gut auf den Sack da hinten. Ich verpiesel mich wieder ein Stückchen hier hinter. Ist nicht so ganz spannend, aber... Man kann hier halt gut die Flanke noch halten. Da vorne ist was, sehr gut. Ei, Fahrer raus, sehr gut. Da vorne ist, da vorne noch den... Oh, fuck, da schießt jetzt... Komm, jetzt nehmen wir doch raus, T26 da vorne. Mehr geht doch nicht. Das gibt's doch nicht, der hat den echt... Abschluss, der wird sehr schön... Oh, der Tiger hat mich drin. Soll er machen? Ich ziehe mich ein Stückchen zurück. Ah, der weiß, wie es geht. Nicht doof, nicht doof. Oh, er schießt aber wie ein Bekloppten auf den Waggon. Und immer auf dieselbe Stelle, also, ja, wie gesagt, Nachladerad, jetzt muss man wieder gucken. Man sieht das hier, ne, wie viele jetzt drin sind. Drei Schuss habe ich noch drin. Also, da muss man wieder, wenn der leer ist, da, das macht keinen Spaß, sage ich euch. Das ist richtig, richtig mühselig dann. Ist die Frage, ob ich ein bisschen ärgern kann. Da vorne steht er, okay. Ich stehe aber hinter dem Hügel, deshalb kriegt er mich nicht rein. Das ist gut. Da kann ich stehen bleiben, damit kann ich leben. Und ich kann hier vor allem flankieren. Das ist noch viel wichtiger, aber ja. Es ist eine harte Nuss auf der Distanz gegen den Tiger. Also er hat eigentlich alle Trümpfe in der Hand, wenn er denn möchte. Der einzige Vorteil ist, dass ich hier so einen kleinen Hügel habe. Er guckt aber richtig schön über den Hügel rüber. Seht ihr den? Da guckt er mich und er guckt sowas von auf mich. Ich fahr mal... Oh. Schnell weg hier. So. Ich will mich nicht mit dem Tiger 2 anlegen. Da zieht man oft den Kürzeren. Auch wenn man sagt, oh ja,
Battle Ranking, WW2 Fahrzeuge und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht leicht, aber es sind immer noch sehr starke Fahrzeuge. Und eine 8-8 tut halt jedem weh, ne? Okay, ich kann da nicht machen jetzt. Das muss ich. Ich guck gerade noch einmal, wo der. Das ist wieder Rückwärtsgang, ne? Boah, ganz schrecklich. Aber wir haben es halt von den Deutschen gelernt, ne? Wer ist er denn? Er ist weg, ne? Okay, er ist weggefahren. Wo kommt er raus? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich jetzt. Ich fahre mal hier rein. In der Hoffnung, dass ich jetzt ganz schnell hier wegkomme. Oh. Sehr gut. Bin ich schon mal ein bisschen beruhigter, ehrlich gesagt. Jetzt stellen wir uns mal hier hin. Okay. Wirbelwind hat losgeschossen. Sehr gut. Also sehr gut, gehört zu dem anderen, ne? Ich sehe keinen Tiger 2. Okay, wir versuchen die nächste Etappe zu fahren. Oh fuck. Da vorne ist was. Mist, ein Tiger 1. Okay. Ganz schnell zurück. Wir stehen hier wirklich offen gerade. Ja, der Centurion, der nimmt ihn aber raus, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Centurion sich den. Er fährt weiter. Okay, vielleicht hat er sich. Wer weiß, wie er sich da hingestellt hat. Wo ist der Tiger 2? Schnell hier hinfahren. Ah, schade, schade, schade. Ganz kurz noch so im Augenwinkel gesehen. Ich stehe hier auch wieder sehr ungünstig schnell weg hier. Und ihr seht, wie gesagt, der lädt nur noch nach. Ich könnte jetzt mal nach B fahren und mir halt einen neuen Lader holen. Dann geht das natürlich alles schneller. Aber es ist halt riskant, ne? Das muss man einfach so sagen. Da ist ein Wirbelwind, okay. Das war aber echt Glück. Das war aber richtig Glück für den, dass der daneben ging, ey. Einfach schön durch den Hänger geschossen. Das meinte ich eben, wo man sich dahinter versteckt auf der Karte. Sehr gut, wenn man, ja, wenn man da nicht entdeckt wird, klar, ne? Aber Abschusshilfe, Ostwind, sehr schön. Sobald man entdeckt wird, ist dann wirklich sehr, sehr schwer. So, jetzt fahren wir mal hier hin. Für Schuss habe ich noch, ja, lädt fleißig nach. Das Doofe ist halt immer, wenn ich jetzt schieße, dann nimmt er den Schuss halt komplett raus. Das ist echt ärgerlich. Hier ist doch sehr gut. Ja, hier ist sehr gut. So, ein Stückchen so hinstellen. So, haben wir noch ein bisschen mehr angewinkelt, das Ganze. Und dann können wir hier richtig schön die Versorgungslinie so einnehmen. Sehr gut. Vielleicht kommt da hinten noch was raus. Ich will gar nicht so weit nach vorne fahren. Vielleicht kriegen wir den Tiger 2 ja dann noch ein. Oh. Okay, wir können schneller zurückschießen als er auf jeden Fall. Mist. Oh, die Kanone ist raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sollen wir auch zu schießen mit deinem blöden MG da vorne? Oh! Tiger 2 fehlt direkt von vorne. Ist natürlich klar, ne? Er hat den schlechten Turm, keine Frage. Aber es ist halt auch ein Tiger 2, ne? Meine Güte. Und ein One-Shot ist da wirklich Glück ab. Ja. Das war doch gar nicht so ganz schlecht, fand ich zumindest. Also dieses Fahrzeug macht wirklich sehr viel Spaß und ich fand früher 6.7 das Matchmaking. Na, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das hat verschiedene Gründe, aber es ist immer noch ein Matchmaking, was ja, was spielbar ist, muss ich einfach so sagen. Also es macht Spaß, ich bin ganz oft Top-Tier und ich sehe aber auch bei den Gegnern ganz oft Leute, die ebenbürtige Panzer haben. Das ist ja auch wichtig, ne? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich 6-7 fahre und ich spiele nur gegen 5-7. Das ist für mich, der Reiz ist da nicht da, ganz ehrlich, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Tiger 1 sehe, da weiß ich ganz genau, der nimmt mich raus. Also, wenn ich mich falsch hinstelle und so weiter. Andererseits, wenn er sich richtig hinstellt, nehme ich ihn nicht raus mit der Kanone. Also, es ist immer so ein bisschen, ne? Aber wenn ich dann gegen so einen Tiger 2 spiele und in dem Fall auch gewinne, ist das natürlich cool. Der eine, der war wirklich, das war aber ein Tiger H, ne? Also ein Tiger 2H. Naja, egal. So, es gibt auf jeden Fall einen neuen Motor. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das denn anfühlt mit Adamant. Denke ich mal durch die Artillerie. Ne? Wir haben ja da, naja, eben mit dem Schiri, das ärgert mich, dass ich da den einen Schuss reinbekommen habe, weil dann hätte ich den Panther, da habe ich nicht gecheckt, da dachte ich, das wäre eine Flak gewesen. Aber ja, ist egal. Mein Gott, man hat überlebt, dann ist das Ganze in Ordnung. Sehr starkes Team hier, sehr gut auf. Aber guckt euch das an hier, wenn die Punkten und so, das ist wirklich, die haben viele gute Spieler da gehabt, also oder die Leute haben alle eine gute Runde gehabt.
Aber ja, es war halt irgendwie dann den Cap des B eingenommen schnell und dann hat der M36, der da stand, das hält natürlich unheimlich auf, weil die Leute können nicht rausgehen. Er ist nachher gestorben, klar, aber naja, ja, der Clan geht natürlich ab hier, ne? Aha, ich sag's euch, ne? Jetzt frage ich mich manchmal immer, die Leute, die dann immer nur nach einem Kill rausgehen, das ist mal echt schade, ne? Also da hat man immer ganz viele Leute dabei. Man sieht das jetzt nicht mehr, aber dann im Spiel, das finde ich immer, sollte jetzt kein Fingerzeig sein. Genau, so, das waren meine eben Versuche, war nicht so gut. Ja, mal gucken. Eben wurde ich auch von einem Tiger 1 einmal rausgenommen, direkt zum Anfang. Da habe ich mich hingestellt, das war dann relativ langweilig zum Anschauen, deshalb habe ich das wieder rausgenommen, aber das passt ja ganz gut. So, da ich großer Fan von Artillerie bin, werde ich die mal als nächstes erforschen. Den Motor haben wir jetzt drin und das sieht dann schon mal ganz gut aus. Ja, AMX M4. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist ein richtig gutes Fahrzeug der Franzosen. Das macht Spaß. Der einzige Nachteil, der einzige Wermutstropfen ist, auf 6-7 seid ihr relativ alleine. Also das ist jetzt, ich kann nicht sagen, dass das 6-7er Lineup der Franzosen gut ist, denn es gibt nur ein Fahrzeug. Ich kann hier noch ein Premium dazu holen. Außer Premium. Ist halt sehr, sehr schade, sowas, ne? Aber nichtsdestotrotz, ihr habt zum Beispiel mit dem AMX 13, der kommt auf 6,7 super zurecht, keine Frage. Da kommt, müsst ihr überhaupt keine Gedanken machen. Die Lorraine, die ist die gleiche Kanone wie das Ding jetzt hier, wie der M4. Kommt damit auch super mit zurecht. Ihr habt eine richtig gute Flak, auch wenn die auf 4,7 ist. Da könnt ihr einen Panther mit von der Seite knacken. Geht wunderbar. Also, das ist ein richtig, richtig hartes Ding. Ihr könnt in der Luft natürlich deutlich mehr rausholen, als ich es jetzt gemacht habe. Ihr könnt eine AD4 mitnehmen. Das ist der knackt euch alles. Eine F4U. Boah, ist das ein gutes Flugzeug. Also es sind richtig böse Dinger dabei. Oder eine F8F oder so. Das sind also, da gibt es richtig, richtig böse Dinger. Und ja, dann seid ihr damit eigentlich ganz gut dabei, denke ich mal. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt hier den, ich nenne den, das, ich zeige euch einfach, welches Fahrzeug es ist, weil ich kann es nämlich nicht aussprechen. Also den Char25T. Der heißt ja eigentlich Batignus Chatelet. Boah, keine Ahnung. Ne? Also auf jeden Fall Char25. Und da bin ich mal auch sehr gespannt. Das Gute ist bei den Dingern hier, die Reparaturkosten, die haben sich ein bisschen reduziert. Das Ding kostet jetzt 11.000, das ist deutlich weniger, als es früher der Fall war. Das Ding hier ist mit 8.000 noch preiswert, finde ich zumindest. Eine Lorraine kostet mittlerweile nur noch 8.000. Das ist natürlich eine Stock-Lorraine, müsst ihr bedenken. Da kommen dann immer noch ein bisschen was obendrauf. Aber da haben sich die Reparaturkosten deutlich reduziert. Eine Lorraine konnte man vorher nicht fahren, meiner Meinung nach. Ich hatte sie nicht, ich habe sie immer noch nicht, aber das ist ein Fahrzeug mit Boden, also ein Bodenfahrzeug, ein Panzer, der 30.000 Silverlines kostet, da gefühlt, dann ist das irgendwie voll der Witz. Ne? Also ich kann mal gerade bei den Deutschen gucken aus Spaß, wie mittlerweile der Ferdinand eingestuft ist. 15.000, der war mal bei, also bei 18.000 war er auf jeden Fall. Ne? Das ist halt immer so ein Grund, den dann, wenn ich mir überlege, der kostet 6.000. Und ein Jagdpanther ist echt gut. Ne? Also da immer so ein bisschen drauf achten. Deshalb finde ich auch bei den Italienern zum Beispiel den OF40 mit 7.000, der ist voll ausgebaut bei mir, echt gut. Der macht schon Spaß. Also das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten dann dabei. Es soll ja auch rentabel sein. Es bringt ja keinem was. Ich höre von sehr vielen Leuten immer, die können sich die Fahrzeuge nicht leisten. Weil sie dann einfach sagen, okay, ich habe kein Geld dafür. Ich habe zwar was weiß ich, den oder den Panzer erforscht, ich kann ihn mir nicht kaufen, weil ich habe kein Geld. Das ist natürlich echt schade dann dabei. Bis jetzt habe ich echt Glück gehabt. Ne? Also das ist, naja, mal gucken, vielleicht holt mich das auch noch heim, da bin ich mal gespannt. Genau. Ja, AMX M4. Richtig gut, was ich schon gesagt habe. Aufpassen mit dem Autolader. Ne? Also ihr schießt das Ding, wenn ihr wollt, richtig, richtig schnell leer. Und wenn der komplett leer ist, dann ist das wirklich. Boah, dann ist es mühselig. Dann auf jeden Fall einen Cap aufsuchen. Weil, wie gesagt, bei einem Autolader, egal bei welchem, ob es der ist oder bei allen Autoladern im Spiel ist es, sobald ihr im Cap steht und Munition nachladet, wird als erstes der Autolader vollgemacht und dann erst die Munitionsreserven. Das bitte immer bedenken. Das ist halt auch sehr gut. Andererseits, ihr seht natürlich auch hier, ist eine Munition, also da könnt ihr auch gut hinschießen. Ne? Da ist immer Munition. Ne? Links und rechts könnt ihr leer schießen oder gar nicht erst mitnehmen. In der Mitte ist immer Munition. Ist natürlich auch immer ein guter Punkt dabei. Ne? Also wenn er jetzt hier von der Seite aus schießt, runter rein, fertig. Ne? Also das ist ein schöner Moon-Treffer. Finden die meisten nicht so witzig. Genau. Ja, einfach mal spielen. 6-7 hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Spiele ich aktuell wirklich sehr, sehr gerne, was ich eben schon sagte. Aus verschiedenen Aspekten. Ich habe ordentliche Panzer von meiner Seite. Ich habe ordentliche Gegner auf der anderen Seite. Und genau das ist das, was Wars dann da ausmacht. Dann macht's Spaß. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eben bin ich mit dem T10M gefahren und bin gegen den XM1 gefahren. Das ist so witzlos, sage ich euch. Da könnt ihr euch, weiß ich nicht, zum Lachen in den Keller gehen. Ne? Das ist wirklich ganz, 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 ganz traurig. Ja, und das macht halt überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Naja, egal.
Wir wollen nicht immer auf dem Spiel rumhacken, wir spielen es ja irgendwie trotzdem. Von aus gesehen gucken wir mal. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, dann die F3D, außerdem hat einen Airspawn. Habe ich das schon erwähnt? Fand ich ziemlich cool, habe mich sehr gewundert. Fällt mir gerade so ein, weil wenn ihr einen Airspawn hat, ist das gar kein schlechtes Flugzeug. Wenn sie keinen hat, ist es ein ganz schön schlechtes Flugzeug. Nur mal so am Rande. So, jetzt aber wirklich. Also, ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Und ja, dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, ja, bleibt gesund. Aktuell sehr komisch, was so in den Medien passiert. Gibt einen Tag mehr Urlaub dieses Jahr, ein Geschenk vom Staat oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich blicke da irgendwann nicht mehr durch. Bleibt einfach nur gesund und ja, dann kriegen wir das irgendwie hin. In diesem Sinne, ja, spielt War Thunder oder was auch immer. Ne? Gibt natürlich auch noch viele andere Alternativen. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.